Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mud Runner Spin Tires. Und wie gesagt, wir fahren jetzt das Holz zum Sägewerk runter. Ja, schauen wir mal, ob wir da schadensfrei runterkommen. Schadensfrei bestimmt nicht ganz, weil da ist es sich bestimmt wieder verschaltet. So, langsam, wie sieht's aus? Ah, du fährst, okay. Liebe Freunde, wir werden auf jeden Fall schaffen, diese pure Holz heute unten in der Folge noch abzuladen. Und ja, müssen dann ja noch mal hoch zu der anderen zweiten Holzladestation. Und ich muss ein bisschen probeln. Vielleicht schaffen wir es auch in dieser Aufnahme. Vielleicht machen wir die Aufnahme ein bisschen länger, dass wir die zwei Fuhren Holz noch abliefern. Damit wir dann auf die nächste Karte können. Alter, wo fahr ich schon lang? Keine Ahnung, wo du lang fährst. Ich weiß es auch nicht. Ich guck nach vorne, nicht nach hinten. Oh. Mann, du. Fast Motor abgewürgt. Das wollen wir natürlich nicht. Halb erwürscht hier mit dem Kopfhörerkabel. So. Menschen geht. Guter Gang, kommt Ziehbrauner. So ein Zahlsperren raus, sonst macht es keinen Spaß. So, packt er das. Der dritte Gang ist da, um sowas zu machen. Nein! Dann gehen wir doch in den ersten Gang. Ja, vielleicht doch mal die Differentialsperren wieder reinmachen. Ein Kampf hier durchstößt, kann ich dir sagen. Ich habe keine Probleme, ja, ist mir schon klar. Der Fetzer wieder. Na komm, na komm, na komm. Nein. Wer den hier festfährt, dann freue ich mich wirklich. Dass ich mich wirklich auf Gott. Du, das geht schneller als du denkst. Ich hab's bis jetzt noch nicht geschafft. Ja, wenn du blöd auf dem Stein hängen bleibst oder so, dann ist es nicht ganz so geil. Ja, so. Auch immer, das ist immer irgendein Rad, das Bodenkraft in Kontakt hat. So. Achtung, hier ist dann so eine schmale Brücke. Hä, wieso hätte ich jetzt hier rechts gemusst? Ach so, da vorne rum. Ja, ja, ja. Ja, der Lenkser, der nimmt halt keine Rücksicht, der fährt halt einfach drauf zu. Was kann ich dafür, wenn du nicht mithalten kannst? So. Ja, ich bin der Lenkser. Ich habe schon längst abgeladen. Mein Kumpel, der hängt bestimmt noch da vorne irgendwo in einem Loch fest. Aber ich kann es euch nicht genau sagen, weil es interessiert mich nicht. Dass du halt siehst, aber vorne weg. Hält mir nur eins einzusagen. Kauf dir einen LKW. Fährst du eigentlich rum mit Lenkrad? Ich hab's bis jetzt immer noch hier eingestellt. Müsste ich aber langsam mal machen. Ja. Ach, endlich Holzentladestation.
Wunderbärchen. So. Einmal entladen. Und wie sieht das überhaupt aus hier? Schaffen wir das? Wir schaffen es nochmal hoch zu der Holzladestation. Ja, aber da auf dem Weg diesen Beobachtungspunkt noch mitnehmen. Könnten wir eigentlich tun, ne? Oder einer von uns. Da ja. Können wir doch eigentlich hier eigentlich großzügig über die Wiese fahren, oder? So wie wir eigentlich gefahren sind. Stückchen vor, wieder die Wiese hoch. So, warte, ich kann es ja mal grob markieren. Naja, ich mach schon so. Ja, dass du es aussiehst, wo ich lang. So, ja. Und so und dann erstmal bis hierhin oder so. Damit wagen wir jetzt natürlich einiges. Ich weiß noch nicht, wie sich dieser LKW in diesem Gelände verhält. Ja. Cool, ich könnte scheiße, ich habe da oben noch ein LKW stehen. Dann schauen wir mal. So, dazu müssen wir sagen, der Längs hat natürlich Dauerdifferenzialsperre, ne? Ja, aber nicht Dauer auf Eurad. So, wo ist meine rote Markierung? Aber wir müssen hier schon rüber. Ach, du wärst jetzt hier. Oh, gut. Ich weiß ja nicht, ob wir zusammenbleiben wollen oder. Ich fahr nicht hierher, ich muss da hoch. Ich muss so fahren oder so fahren. Kann ich dich notfalls dann auszahlen? Genau, so sieht aus. Alles Niederwalzen hier. Oh, 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 oh. Hier geht's lang. Hier geht der Weg lang. So. Tannenbaum, Tannenbaum, was niemals größer werden. Fünfter Gang! Scheiß auf die 6 Punkte beim Verschalten, ich kann so einfach besser schalten. Achso, jetzt sind wir ja hier schon bei dem Punkt, den ich gesetzt habe. Jetzt könnten wir hier eben mal rüberfahren und dann da weiter. Weiß nicht, wie du gesetzt hast. So, ich wollte nochmal aus dem Schlamm raus. Halt hier erstmal an. Und. Ja, genau, da müssen wir irgendwo hin. Ja, hier easy going. Was denn? Da hinten dann vorsichtig bei dem Beobachtungspunkt. So, du ziehst mich doch aus, hast du gerade gesagt. Ja. Aber mal. Ich habe noch keine Differenzialsperre drin. Man sieht. Jetzt habe ich sie drin. Und schon kommt sie mehr voran. Ja. Längser? Ja. Würdest du mal so frei sein? Ich bin noch schon auf dem Weg. Komm, hock dich ein. So, warte. Warte, ersten Gang rein, Handbremse los. Wieso kann ich nichts machen? So. Weil ich die Winde schon aktiviert hatte. Fahr! Ach scheiße, voll auf den großen Stein gerumpelt. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Da vorne wegrasen muss. War da aus noch mal. Dieser Schlamm hier gefällt mir gar nicht auf dem offenen Feld. Da sieht es doch schon wieder so aus, als ob hier gleich was abgeht. Ja, warte mal. Keine Ahnung, wo wir genau hin müssen. Ich fahre jetzt einfach mal da rüber.
Ja, dadurch. Und dann? Dann kommst du irgendwie, glaube ich, in ein Flussbett. Da danach echt. Scheiße, Stein. Schwein gehabt. So. Warte mal. Ach, nach rechts bis zur Straße und dann wieder. Oh, Alter, ich war auf dem Gas runter. Guck mal, da steht der LKW. Ach, schön. Das ist mir so alles fit wird unterwegs. Und ein Stein. Muss ich der Haustier wieder beschwören? Ja, jetzt schaut er einfach der Straße folgt. Nein! Bitte Bäume umfahren! So! Das wäre auch eigentlich was Cooles für so Livestream-Zocken. Einfach mal so Freitagabend oder so, du und ich. Ja. Schnuckelige Zweisamkeit. Oh. Hast du wieder dein Kerzchen an oder was? Na klar, ich hab sowieso immer Kerzen an. Das muss ich mir noch überlegen. So. Dann muss ich mal gucken. Drauf. Eigentlich bräuchte man jetzt nur, also ich sag's jetzt mal, eigentlich müsste jetzt nur einer nochmal zu der Holzstelle fahren. Aber. Alter, ist schlecht. Ich hätte dann am Sonntag was wieder Zeit abends. Oder so. Ja, ich fange ja heute mit der Nachtschicht an bis Sonntag früh. Ja, wir müssen normal nur noch einmal fahren, aber wir sind ja kollegial. Genau so sieht's aus. Damit der Osti hier nicht alleine buckeln muss. Du meinst, dass jemand da ist, um sich Rast zu zerren im Notfall? So, warte mal, ich will erstmal Punkte setzen. Wie willst du jetzt fahren? Das ist eine gute Frage. Möchten Sie jetzt Harakiri machen und quer über die Wiese? Wir machen jetzt quer über die Wiese. Das müssen wir uns jetzt geben. Es tut mir leid. Wie fahren wir? Warte mal. Da ist das Sägewerk. Wir machen jetzt richtig so, wie wir hergekommen sind. Und zwar hierhin. Und dann zu dem Punkt. Und dann machen wir wieder hier runter. Direkt wieder. So. Ha, das wird ein Erlebnis, das sage ich dir. Aber... ich würde bald sagen, das sehen wir in der nächsten Aufnahme. Wir bedanken uns erstmal fürs Zuschauen, der Längser und der Osti. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!